Tag, herzlich willkommen, moin moin liebe Leute, neue Runde von Big Ambitions, große Ambitionen, weiter geht's, wir haben geschlafen, gehen erstmal in den Kühlschrank, erstmal eine Runde frische Lebensmittel, jetzt sollen wir noch ein bisschen Computer spielen, und zwar Computer, klicke um Videospiele zu spielen, wir sollen für eine Stunde Computer spielen, weil wir sollen hier, wir brauchen grüne Zufriedenheit, und der Balken dürfte sich jetzt füllen. Sind wir glücklicher? Ich weiß nicht, was uns das bringt, wenn wir glücklicher sind. Das bringt aber fast nichts. Oder bringt das immer nur pro Stunde einen Balken? So, auf jeden Fall haben wir das wieder alles geschafft. Mal gucken, was Fred uns als nächstes bietet. Na schon. Wie fährt das so durch? Führe eine Marketingkampagne für eines deiner Unternehmen durch. Muss los erstmal. Well, you should visit the manager in one of the wholesale stores. I'm sure they can provide deliveries too. But let's get back to your business again, cause das war zu kompliziert. Warte mal, war das hier schon? Wo wollte ich jetzt hin? Wo bemerkt? Er ist doch hier schon. McCains E-Marketing, da sollen wir hin. Aber müssen wir erstmal Mülleimer kaufen. ...12.000 haben wir schon wieder. Hier ist dieser Karre. Ich nehme auch wieder noch eine Restaurant-Ecke mit. Nur jedes Mal, wenn wir hier sind, nehmen wir mal eine Restaurant-Ecke mit. Kann ja nicht schaden. Ich weiß nicht, Blumenkasten. So einen großen Blumenkasten. Was ist denn mit diesen Reklametafeln? Warte mal. Wo wir gerade mal hier sind. Ich war noch hinten irgendwo. Schilder und so. Wandmontiertes Produktschild. Hängendes Produktschild. Wandmontiertes. Die kann man so kaufen. Zwei Stück. Nochmal einen Schrank mehr. Nicht, unser Karre ist voll, ne? Oh, 10 Uhr ist es. Ich finde auch unsere Personalvermittlung, die wir hier haben, die arbeitet nicht zufriedenstellend. Ich kriege jetzt ja keine Getränke mehr ran. Heute Samstag. Warte mal, wir müssen erstmal ein bisschen mehr, das geht ja nicht. Wir müssen den Burgerladen heute später öffnen. Erst um 2 und dann vielleicht bis 20 Uhr. Müssen wir mal gucken. Ich brauche noch Getränke. Hier war der Ikea, das ist falsch. Ich würde auch noch mal wieder, wir kaufen einfach noch mal wieder alles ein, ne? Burger, auch die Spieße. Lass mich doch da durch. Unser Haken, lass ihn eigentlich durch hier. Er wird doch bald eine neue Karre haben, schockt nicht. Unser Honza Mimik. Wenn man solche Manager Spiele mag, auf jeden Fall, ja. Ich find's cool. Ich glaube, das schockt. Da kann ich, glaube ich, noch eine Menge Zeit drin verlieren in dem Spiel. Aber warum ich nur so wenig Zufriedenheit gekriegt habe durch Computerspielen, das verstehe ich nicht. Ich glaube, sonntags müssen wir in Zukunft immer frei machen, ne? So.
Ja, jetzt bin ich doch falsch gefahren. Hier sind Getränkedosen. Welcher Kaffee? Ich möchte den Kaffee auch anbieten können. Aber ich würde ich gerne selber halt nutzen. Würde ich mir überall so einen Karton hinstellen mit Kaffee. Das wäre praktisch. Wir schaffen das nicht mal bis 2 Uhr, ne? Es dauert echt lange halt. In einer halben Stunde im Restaurant sein. Tag ist gelaufen, ne? Wieso Feds Present and More ist geöffnet, hat aber keine Mitarbeiter zugewiesen. Ach so, Samstags wollten wir in die. Oh. Naja, pleite gehen wir nicht, aber ist jetzt auch nicht so gut gelaufen heute. Ätzend. Der Tag ist jetzt komplett hinüber, ehrlich gesagt. Das genau am liebsten schlafen legen einfach. So, warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Wenn es oben im Norden ist. Was ist das hier für Gebäude? Hier sind wir, müssen jetzt wieder rechts. Wieder rechts, dann hier ist eben so ein Park. Können wir jetzt auch zu den Marketingagenturen auch vorbeifahren oder so? Weiß ich nicht. Ätzend. Der Tag ist ja echt schlecht gelaufen. Aber es ist halt so, ne? Ein Tag, ein Autounfall hat, läuft schlecht. Wäre es ja auch nicht anders. Was? Neue Nachricht. Anderson Luke. Okay. Endlich haben wir neues Personal oder was? Gehen wir mal direkt ran. Kandidatin, Reinigung, Vollzeitreinigung. Wollen wir gleich zwei einstellen? Wo ich für beide einstellen halt einfach. So. Die sind aber halt noch nicht so gut im Reinigen. Olin. Dolores. Nützt ja nichts, wir müssen halt die erstmal ausbilden. Ja. Was ist hier denn los? Ist ja auch krass, haben wir noch nicht gesehen hier.
Gibt's auch was zu essen in der Nähe? Ach, die haben Samstag und Sonntags geschlossen, da kommen wir erst Montag hin. Und Montag dann erst um 8, ab 8 Uhr. Vorher gibt's kein Marketing. So, wir mal sehen, dass wir zu unserem eigenen Laden kommen, irgendwie. Mach mal Pause, ist so ist Pause, ne? Ja, passt schon, wir sind jetzt hier vorne gleich. Dann werden wir den Mülleimer aufstellen und... Puh. Ich wollte gerade in dem Moment sagen, so, ich versuche jetzt mal das Auto möglichst lange heile zu lassen. Dann hätte es schon wieder fast gekracht, ne? Aber ging gerade noch gut. Das ist illegal, ich stehe zu weit auf dem Bürgersteig. Ist eigentlich auch illegal, so viel Platz wie ich parke, ne? Ich parke praktisch für zwei. So, dann lass uns mal gucken. Ein Mülleimer. Wir können ein paar Stunden arbeiten jetzt hier im Laden eigentlich. Immer noch für zwei Stunden arbeiten, ne? Ach ne, bis 20 Uhr, ne? Wenn wir heute zwei Stunden länger aufhaben. Oh, scheiße, wir verhungern. Anstrengendes Leben hier im Business von New York, Leute. So. Wollen zumindest noch ein paar Kunden heute bedienen, ne? So, das war's. Anstrengend. Jetzt können wir nochmal so ein Restaurant-Sitznische nochmal platzieren. Wie gesagt, das ist eigentlich eher für bessere Restaurants, aber wir machen das so schon im Schnellrestaurant. Wir werden den noch richtig dick aufbauen hier. So, dass er auch später noch... Ja, putzen wird nichts, dafür sind wir zu kaputt. Reinigung. Ja. Noch mehr Kandidaten? Ne. Müssen wir überlegen, ob wir für hier, also ich brauche für hier ja auch auf jeden Fall noch Personal. Hallo. Einen haben wir ja. Eigentlich brauche ich zwei, ne? Wir brauchen noch eine zweite Kasse hier, damit wir auch mehr verkaufen können. Ich weiß auch, die füllen ja dann auch die Auslage auf und so, ne? So, was hat man noch? So, ich nehme mal die Sackkarre. Jetzt habe ich die Burger raus. Mädchenspieße und die Schilder. Oh, ich schlafe gleich, Leute. Ich muss gleich wieder im Auto schlafen. Ich parke das einfach mal hier. Ob ich jetzt noch Auto fahren sollte. Wird übermüdet. Zeit, unseren Laden sauber machen, haben wir auch nicht. Rennen kann ich auch nicht mehr. Oh, muss nur noch schlafen bis morgens um
Ja, wir haben schon wieder viel zu tun. Ich muss 7 Stunden schlafen, glaube ich. Immerhin haben wir noch ein bisschen Plus gemacht. Das ist aber eigentlich, hatten wir nämlich gesagt, glaube ich, dass wir Samstag, Sonntag im Bissman, warte mal, in unserem Laden. Oh, fast 100 Kunden haben wir, dann ging es wieder steil bergab. Das heißt nur, dass jemand günstiger ist in der Stadt, ne? Niedrigster Marktpreis. Letzten 7 Tage. Das ist natürlich so ein Hinweis für unsere Bestellung nachher, ne? Aber Bestellung haben wir ja erst für Donnerstag an. Es ist echt gar nicht mal so unkompliziert, finde ich. Das alles zu beachten. Wenn ich jetzt heute halt einfach nur mal nicht so lange aufmache, gemeinsame Zeitplan für alle Tage. Wenn ich jetzt mal hier... Wir sind jetzt ja am Sonntag, ne? Und wenn ich jetzt am Sonntag auch sage, so... Das macht er immer dann gleich. Das sind ja nur die Tage, wo man offen hat. Gemeinsamer Zeitplan für alle Tage. Wo ist denn der andere Typ? Wieso arbeitet Richard nicht mehr? Wie viel wollte Richard denn arbeiten? Bin ich überfragt. Richard, Vollzeit. 5, wollte 5 Tage Woche arbeiten, das war das Ding. Sonntag, so wäre es in Ordnung. So, das ist Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Das wird nachher echt zu kompliziert, das Spiel, und dann zu friemelig, ne? Nur 34 Stunden, das ist ja keine Vollzeitwoche, ne? Was war denn noch eine Vollzeitwoche? Das konnte ich noch irgendwo sehen. 5-Tage-Woche? Ja, zwischen 30 und 50 Stunden ist Vollzeit, ne? Okay, also das würde als Vollzeit gewertet werden. Tag, 7 Uhr. Ja genau, wir müssen mit den Getränkedosen noch zu dem Laden. Wenn wir sagen, dass wir Sonntag noch eine Stunde mehr aufhaben und Shelby noch eine Stunde mehr geben, wäre ja nicht schlimm. Richard kann aber dann hier noch arbeiten, ne? Das ist eine 40-Stunden-Woche, das denke ich passt schon. Und Shelby, musst du dann die Stunde doch nicht machen, und da arbeitet Richard noch eine Stunde mehr. So müsste es eigentlich gehen, dass die Leute zufrieden sind. Bald kommt noch das Reinigungspersonal dazu. Da bin ich mal gespannt. Lieferung ist Thursday. Das
Ding ist halt, beim letzten Mal war halt nicht genug Platz im Regal, weil das alleine sind 14 Kartons. Und theoretisch müssten noch Getränkedosen mit rein, ne? Ich möchte auch Lieferungsaufträge machen dann für... Kann ich aber... Ich weiß nicht, ob ich das hier machen kann oder ob ich das auch wieder vor Ort machen muss. Für Getränkedosen. Ein Paket. Ja, müssen wir gucken, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier sage, Burgerladen, habe ich vorübergehend geschlossen? Nein, aber kann ich nicht. Dafür muss ich, glaube ich, einen neuen Vertrag erst erstellen. Macht ja auch theoretisch dann Sinn. Okay, soll ich nochmal eine Stunde Computerspiel? Mal gucken, was das bringt. Eine Stunde, fünf Minuten. Hebt deine Glücklichkeit um 25% für 7 Stunden. Achso, dann zieht er das auch gleich wieder ab. Ja, das merkt er dann schon. Jetzt sind wir ein bisschen glücklicher geworden. Okay, dann lassen wir unsere Getränke im Laden da sauber machen. Also hier unseren Presents and More einmal sauber machen, aufräumen. Und unsere Getränke einräumen wieder. Was habe ich denn? Achso, da oben steht das. Jetzt Presents and More. Das ist ja auch ein bisschen unoffensichtlich, ne? Das Lager ist ja so klein, dass du eigentlich auch keine Chance hast für mehr. Oder sind diese hohen Lagerregale, kann ich die hier eigentlich auch reinplatzieren? Selber wieder aufgefüllt mit einem Klick? Ich verstehe es immer nicht ganz. Schönen Samstag noch, bis heute Abend. Ich muss mich noch ein bisschen um die Geschäfte hier kümmern, ne? Entsorgen. Ja, dann müssen wir heute aber wieder Burgerladen angestellt, da würde ich behaupten. 80 Meter, das laufen wir, ne? Vielleicht wird wir unterwegs noch einen Kaffeeladen. Oder wie kann ich noch viel Kaffee einkaufen? Müssen wir durchgucken. Also Lebensmittel gibt es hier. Ist auch echt viel los. Zwei dicke Kassen, alles Lebensmittel. Alles Lebensmittel, das sind die Getränke. Getränke. Gibt es hier keinen Kaffee zu kaufen? Aber Getränke bringen ja auch keine Energie, oder? Ist das ein Energieschub? Ist nur eine kleine. Was denn? Doch nicht. Auch schon wieder losgeworden? Ist denn auch schon wieder losgeworden? Doch, trinken bringt Energie, Leute. Perfekt. Das müssen wir eigentlich überall jetzt auch Getränke hinstellen. Dann können wir uns, ne, betrinken uns, dann brauchen wir nicht mehr schlafen. Schon 12. Ach, die Uhr steht noch vom letzten Mal auf von 2 oder so, ne?
Gut, also sind wir schon am Ende der Folge, würde ich behaupten. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.